Philipp? Guck mal hier, was ich gerade vom Zoll geholt habe. Vom Zoll? Vom Zoll. Ist das etwa... die XU4-Platte. Von Converge. Ich krieg eh. Kennst du? Die ist von 2009. Von 2009? Das heißt, es ist ja gar keine aktuelle Platte. Das ist keine aktuelle Platte. Aber? Es ist die Erstpressung. Die Erstpressung? Und sie ist auch auf eine Stückzahl von 400 Stück limitiert. 400 Stück? 400 Stück. Sie war auch nicht ganz günstig. 80 Euro. Plus 15 Euro Mehrwertsteuer. Also ist 45 Minuten lang, fangen wir mal so an. Hat 13 Songs. Und 5 davon wurden von der Grundbesetzung der Band eingespielt. Also von Ben Collar an den Drums und Kurt Ballou, Jacob Bannon und Nate Newton. Bist du bei Converge so Fanboy oder ist das ich bin richtig? Ich muss schon sagen, ich bin Fan. Aber ich finde, es ist einfach eine sehr respektable Band und die Mucke fetzt wie Sau. Von wem ist das Artwork? Ist das Selfmade? Ich finde das Artwork großartig, von Jacob Bannon gemacht, dem Sänger der Band, der so ziemlich alle Artworks von Converge macht. Hier nochmal das. Wie es von innen aussieht. Schon halt immer richtig gut gemacht. Und hier ist nochmal dieses kleine Täschchen. Und so sieht sie aus. Und das ist auch die Optik der Erstpressung, die ich sehr, 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 sehr schön finde. Ja, wieder so, also wir haben natürlich fleißig die Wikipedia-Einträge dieser Welt durchforscht. Und da ist es gelistet als Hardcore oder Hardcore-Punk, Metalcore. Ja, aber wenn man es hört, klingt es jetzt nicht irgendwie, es klingt wie eine Converge-Platte. Und es klingt! Genres sind sowieso überbewertet. Sie klingt in dem Fall ein bisschen eigener als die anderen Converge-Platten, weil sie mit verschiedenen Gastmusikern eingespielt wurde. Darunter Leute von Cave In, Neurosis und Old Man Gloom und noch viele weitere. Insgesamt wurden nur 5 der 13 Songs, wie gesagt, von der Grundbesetzung eingespielt. Der Rest mit Gastmusikern und das macht das ganze Bild der Platte, wenn man es hört, natürlich erklärt das, also für mich erklärt das einiges, weil einige Songs sind wirklich sehr Converge-like und einige sind eher ein bisschen so ein eigenes Ding, was aber gerade cool ist und was die Platte wirklich für mich sehr eigenständig macht. Wurde damals, als sie rauskam, als die neue Janie Doe bezeichnet tatsächlich, weil nach der Euphemie-Platte die war, die wieder mehr gepumpt hat und gerade in den ersten Songs richtig vorwärts geht. Das ist die erste Converge-Platte, die ich gehört habe. Die du durch den Leak gekriegt hast? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe, es ist wirklich tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Converge in Berührung kam. Das war, als der Song Dark Horse, also das Video von Dark Horse im Internet kursierte. Und ich das gepumpt habe und mir dann die Platte angehört habe und dachte, Mensch, das ist ja ganz schön geil. Also die meisten Leute haben durch die XU4-Platte Converge kennengelernt, denn beim Saw 5 Trailer, also nicht Trailer, sondern Soundtrack. Stimmt, der war ja. War Dark Horse mit auch von Converge. Ganz und genau. Das ist so Saw 5, also es ist halt schon. Das stimmt. Nicht mehr so der geilste der Saw-Reihe. Ja, mein Gott, also weiß ich nicht. Ja, aber ganz cool. Deine Lieblingssongs von der Platte? Zwei. Wedge World. Echt? Ich finde Wedge World wirklich stark irgendwie. Okay. Also, der wirkt halt voll. Ja, das stimmt schon. Und, ja. Und dann, oh, das ist echt schwierig. Worms will feed, Rats will feast, ist auch geil. Ja. Cutter ist auch geil eigentlich. Cutter ist auch geil, ja. Cool Bloom ist auch wirklich gut.
Freeport used Dark Horse ist ein mega geiler Opener. Also ich hätte nämlich, ich hätte Cruel Bloom und Dark Horse genommen. Weil Dark Horse, wie gesagt, also machst die Platte an und dann fließt er erstmal weg. Es ist ein richtig geiler Opener, ja. Die Platte schaukelt sich aus dem ganzen, aus diesem Geballer, sag ich mal, wunderbar raus. Also du bist nachher am Ende der Platte, hast du auch gar nicht mehr das Gefühl, dass es noch dieselbe Platte ist. Also sie klingt halt komplett anders, also sie verformt sich total eigentlich. Und das ist sehr schön und ich mag das sehr gerne. Und bei den anderen Platten von Converge, wie gesagt, da sind immer so Songs drin, die das Bild immer wieder ein bisschen... Die ist ein bisschen so aus dem Rahmen ziehen. Aus dem Rahmen ziehen, was aber auch wirklich... Also ich liebe das an Converge. Und dann gibt es halt die Songs, die diese Geradlinigkeit in der Musik an sich schon prägen und die richtige Power reinbringen. Aber bei dieser Platte ist es halt wirklich so, dass es nach Cutter wird, also das ist der... Ja genau, Cutter ist der so 10. Song und danach wird es eigentlich wirklich ruhiger. Ja. Nein, schönes Material. Was ist denn jetzt nochmal gerade passiert? Ich war gerade auf Klo. Ja, Abmoderation braucht man nicht, oder? Nein. Ich meine, aber. War geil. Kauft euch die Exo-Vorplatte. Und sie ist wirklich super schön.